Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute schauen wir uns die Dschungeltempel an und damit wünsche ich euch viel Spaß. Dschungeltempel sind geheimnisvolle, steinerne Bauwerke, die in den Tiefen des Dschungels versteckt sind. Und in diesen Tempeln findet man Fallen, Rätsel und auch Schatztruhen. Und wie man den Fallen aus dem Weg geht und wie man das Rätsel löst und dann im Endeffekt auch an die Schatzkisten kommt, werde ich euch in dem heutigen Video zeigen. Dschungeltempel sind wie gesagt generierte Bauwerke, die im Dschungel und auch im Bambusdschungel spawnen können. Sie bestehen insgesamt aus 3 Etagen, wobei die oberen beiden eigentlich eher unnötig sind, weil da gibt's nicht wirklich irgendwas. Und sowohl Rätsel als auch Schatztruhen als auch die Fallen befinden sich alle in der untersten Etage vom Dschungeltempel. In der mittleren Etage werdet ihr eine Treppe finden, die nach unten führt und so kommt ihr dann auch ins Untergeschoss quasi. Und dort werdet ihr dann in 2 Richtungen gehen können, und zwar einmal in die Richtung, die relativ schnell aufhört. Dort seht ihr nämlich an einer Wand einfach nur 3 Hebel. Hier befindet sich auch das Rätsel des Tempels, denn wenn ihr die Hebel aktiviert, dann könnt ihr damit Kolben dahinter aktivieren bzw. auch deaktivieren. Und wenn ihr da die richtige Kombination habt, dann öffnet ihr einen versteckten Geheimraum und dort wird sich dann auch eine Schatzkiste befinden. Wie man dieses Rätsel löst, werde ich euch allerdings erst am Ende erzählen, weil ich hier niemanden spoilern möchte, der es selber herausfinden möchte. Und deswegen schauen wir uns zunächst mal an, wie wir an die andere Schatzkiste kommen. Dafür müssen wir nämlich die andere Richtung quasi gehen, also tiefer in den Tempel hinein. Dort befindet sich zunächst ein langer Gang, den wir entlang gehen können. Hier allerdings müssen wir aufpassen, denn hier befinden sich die ersten Fallen. Und zwar sind hier auf dem Fußboden Stolperdrähte angebracht und wenn ihr darüber lauft, dann aktivieren sie einen Dispenser, der dann mit Pfeilen auf euch schießt. Es gibt allerdings auch eine Variante, hier diesen Dispensern auszuweichen, aber auch die werde ich euch erst am Ende vom Video zeigen, ganz einfach, weil ich hier niemanden spoilern möchte, der das eben selber erkunden möchte. Wenn ihr dann entweder den Fallen aus dem Weg gegangen seid oder das Rätsel gelöst habt, dann kommt ihr an die beiden Schatzkisten, die es im Tempel gibt. Und in den Schatzkisten können nützliche Items drin sein, wie zum Beispiel Diamanten, verzauberte Bücher und auch Pferderüstungen, die doch relativ selten sind und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, so einen Tempel mitzunehmen, gerade wenn man weiß, wie man den Fallen und dem Rätsel quasi ein bisschen entgegenkommen kann. Dann geht's relativ schnell, die Sachen zu looten und dann habt ihr auch in kürzester Zeit die ganzen Items schon mal parat und könnt sie mitnehmen. Das war's soweit von dem Video. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr schon mal Hashtag Dschungel in die Kommentare schreiben und dann werden wir uns gleich nochmal angucken, wie man denn das Rätsel löst und wie man den Fallen aus dem Weg geht. Also wer das sehen möchte, der kann jetzt auf jeden Fall noch dranbleiben. Und für die anderen würde ich schon mal sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. So, wenn ihr jetzt noch dran seid, werde ich euch mal erzählen, wie man das Rätsel lösen kann und wie man den Fallen ganz einfach aus dem Weg gehen kann quasi. Wir fangen dabei mit dem Rätsel an, das ist eigentlich ziemlich einfach, und zwar geht ihr einfach die Treppe hinunter und dann schaut ihr, welcher von den Schaltern am weitesten weg von der Treppe ist, also quasi an der Außenwand, und den aktiviert ihr dann einmal. Dann nehmt ihr davon den entgegengesetzten Schalter quasi, also den, der am dichtesten an der Treppe dran ist, den aktiviert ihr dann zweimal und dann macht ihr wieder den ersten Schalter einmal. Und dann hat sich das Tor geöffnet quasi, ihr könnt dann wieder ins Erdgeschoss laufen, also die Treppe hoch einfach. Und dort wird dann im Fußboden ein Block fehlen und da könnt ihr einfach dann runterspringen und die Kiste dann auch looten. Es geht allerdings noch einfacher, da müsst ihr nämlich nicht mal das Rätsel lösen, sondern ihr könnt einfach den mittleren Block abbauen, also den mittleren von den 3 Blöcken, die dort sind mit den Schaltern, könnt ihr abbauen. Und dann kommt ihr auch direkt an die Schatzkiste ran, ohne da irgendwie groß irgendwelche Rätsel zu lösen. Den Fallen kann man auch relativ einfach ausweichen, und zwar muss man dafür sich einfach an der Außenwand halten. Das bedeutet, ihr geht so weit außen wie es geht und dann könnt ihr einfach über den Stolperdraht laufen und werdet eben nicht abgeschossen, weil ihr halt nicht mehr in der Range von dem Dispenser seid. Und genau das gleiche könnt ihr dann auch bei der zweiten oder bei dem zweiten Stolperdraht dann auch nochmal machen. Und dann seid ihr den auch ausgewichen und könnt euch einfach die Kiste dann schnappen. Und hier auch noch ein kleiner Tipp, ihr könnt natürlich auch die Dispenser looten, da bekommt man ja Pfeile draus, die sind ja auch immer nice zu haben. Und ansonsten war es das soweit von dem Video, wie gesagt, Hashtag Dschungel. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet mit dem Dschungeltempel. Ich finde es nämlich ziemlich nice, dass es hier so ein paar Rätsel gibt und auch Fallen. Die, finde ich, fehlen so ein bisschen in den Minecraft-Bauwerken, die generiert werden. Und ich finde es eigentlich immer ganz spannend, solche Rätsel zu lösen oder zumindest zu versuchen. Und auch wenn es da Fallen gibt, zum Beispiel wie auch im Wüstentempel, finde ich, ist das eigentlich immer eine nice Sache. Und ich vermisse das allerdings so ein bisschen, weil es nicht so oft vorkommt. Wie gesagt, Hashtag Dschungel in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.